Für 2 Tage ist Eisbärenzeit in der Grundschule 1 Waden. Tomasz Kumaszynski des Basketballteams Eisbären Bremerhaven ist dort zu Gast und trainiert die Schüler. Alle 105 Schüler der Grundschule 1 Waden nehmen an dem 2-tägigen Projekt teil. Einmal im Jahr besuchen die Eisbären Bremerhaven Schulklassen, um Kinder für Basketball zu begeistern. Tomasz Kumaszynski ist zwar kein aktiver Spieler mehr, weiß aber sehr gut, wie er Spieler an den Ball bringen kann. In 1 Waden gibt er alles, um die Kinder zu begeistern und sie zum Mitmachen zu animieren. Nach dem Aufwärmen spielen sie Wurfspiele. Auf dem Programm der Grundschüler steht außerdem zu lernen, wie man als richtiger Basketballer steht, den Ball hält, wie man dribbelt und natürlich auch, wie man einen Korb wirft. Mit viel Spaß an der Sache sind die Schüler dabei. Mit Energie und Einsatz machen sie jedes Wurfspiel mit und geben sich sichtlich Mühe. Laut ist es dabei allemal. Wenn ein Kind einen Korb trifft, gibt es tosenden Applaus von allen anderen zu hören. In einem Sitzkreis bringt der Basketballer den Kindern anschließend noch einen Klatschrhythmus zum Anfeuern bei. Für Autogramme stand Tomasz Kumaszynski nach dem Programm ebenfalls zur Verfügung.